Oh, da bist du ja, mein Schatz. Guten Morgen. Als ich aufwachte und du nicht da warst, hatte ich Angst. Ich dachte, die Flut hätte dich mitgenommen oder so. Das ist absurd. Ich wachte auf und ging mir die Beine vertreten. Was ist los? Bist du immer noch sauer wegen gestern Abend? Wir sind auf einer einsamen Insel, verschollen mit Bruno. Warum sollte ich das? Hä? Warum sollte ich da gut gelaunt sein? Du heiterst Rodrigo auf, du bittest ihn, positiver zu sein. Sei nicht so, Schatz. Was soll das bringen? Wir müssen positiv bleiben, auch wenn es unmöglich scheint oder erscheint. Unmöglich, sagst du, sagst es. Hey, wenigstens sind wir zusammen. Und gemeinsam wissen wir sehr gut, wie man überlebt. Wie war eure Nacht, ihr Schlafmützen? War der Stein so gemütlich, wie er aussah? Boah. Ich bin früh aufgestanden und habe ein paar Obstbäume gefunden. Essen ist also kein Problem mehr. Der Retter schlägt wieder zu. Das sind gute Nachrichten. Wo sind sie? Ich verhungere. Folge mir. Ich bringe dich zum Fest. Nein, wir müssen hier raus. Ich halte es nicht mehr aus. Wie du willst. Hä? Wie willst du hier wegkommen? Schwimmen? Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich habe eine Idee. Was ist? Sollen wir nicht heute losfahren? Leider gibt es eine neue Sturmwarnung. Wir müssen den ganzen Einsatz verschieben. Was schon wieder? Das ist verrückt. Das darf nicht wahr sein. Kein Sturm wird mich aufhalten. Ich gehe trotzdem. Ich lasse nicht zu. Nein, das lasse ich nicht zu. Ich riskiere nicht noch mehr Menschenleben. Tut mir leid. Ich verstehe Sie, aber Sie werden warten müssen. Ich fühle mich, als würde ich sie jeden Tag etwas mehr verlieren. Wir werden einen Weg finden, Lissy. Wir finden einen Weg. Alles komisch, dass auf einmal noch ein Sturm auftritt. Ich bin jetzt bereit zu gehen. Wirst du weiterhin distanziert sein und mich nicht verabschieden? Gute Reise, Herr Staatsgeheimnis. Was mache ich da? Was ist, wenn das Flugzeug abstürzt und wir uns nie wiedersehen? Keine Sorge, ich denke nicht, dass das passiert. Pass auf dich auf. Hörst du? Ich liebe dich. Das werde ich. Ich liebe dich noch mehr. Ach, die beiden sind so Todelträumchen. Ich habe den Hotelbesitzer gefragt. Er hat ein Privatflugzeug. Er borgt es uns, wenn wir nicht auf dem Seeweg entkommen. Können wir das schlechte Wetter durchfliegen und sie suchen? Das wird nicht funktionieren, es ist genauso gefährlich. Du hörst auf Noel, du ergreifst die Initiative, das ist der Pirat. Ich
kann damit umgehen. Ich fliege auf eigene Verantwortung. Stellen Sie sich bitte nicht zwischen Vater und Tochter. Aber Herr Rollon, das ist mein letztes Wort. Was du behauptest, ist eine reine Täuschung. Laut meinem Anwalt kann man mir mein Kind nicht wegnehmen. Nicht einer liebevollen Mutter, die nichts zu verbergen hat. Also hast du dich beraten lassen? Ich bin auch gut beraten, Cynthia. Und ich weiß, dass der Richter mir zustimmt, wenn er von deiner Labilität hört. Meiner was? Nur jemand, der psychisch Probleme verliebt, sich in seinem Täter. Das würdest du nicht tun. Du besuchst ihn im Gefängnis, reist mit ihm. Du hast eine Familie wegen eines Hirngespinstes zerstört. Gegen die Psychiatrie-Experten kommst du nicht an. Milton, du kannst nicht. Zeig ein wenig Herz. Wozu? Ich lasse meinen Sohn nicht der Obhut von jemandem wie dir. Oh weh. Also da geht's ja richtig ab, Alter. Dieses Signalfeuer ist sehr klein. Niemand wird es sehen können. Wir müssen es größer machen und Material suchen, das raucht. Bist du jetzt Experte für Lagerfeuer? Warum baust du nicht etwas, womit wir hier loskommen, Einstein? Man muss kein Genie sein, um ein besseres Feuer als das zu bauen. Hast du ein paar Filme gesehen und hältst dich für Tarzan? Willst du meine Muskeln ausprobieren, Romeo? Hört auf zu streiten und sieht euch das an. Meint ihr nicht auch, dass wir einen Floß daraus bauen können? Was wissen wir über den Floßbau? Machen wir beim Feuer weiter. Das klingt nach einer tollen Idee, Linda. An die Arbeit. Das ist die richtige Einstellung. Du tust alles, um Lindas Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich frage mich, ob ein Ertrinken im Meer dich aufhalten wird. Mach weiter mit deinen Zweigen und lass die Kreativen arbeiten. Arbeiten, um kreativer zu sterben, meinst du? Würdest du uns lieber in Brand stecken, Doc? Wenn wir zusammenarbeiten, können wir ein größeres Feuer machen. Und wenn wir uns mehr Mühe geben, kommen wir hier raus. Warum muss ich mich jetzt einen von beiden entscheiden? Ganz ehrlich. Ich habe genug von euch beiden. Genauso sieht es bei mir aus. Ihr lässt keine Gelegenheit aus, um euch zu streiten. Oder bringt mich in eine Lage, wo ich zwischen euch wählen muss. Das tut mir leid, aber das wirst du tun müssen. Das ist es nicht.
meine Liebe. Es ist dein trotteliger Freund, der nicht weiß, wie man gewinnt. Das reicht. Ich werde das Floß selber bauen. Und verschwinden. Tschüss, Männers. Ich brauche keinen von euch, um zu überleben. Tja, und wieder gewinnt Malinda. Alter, ey. Wie kann man denn bloß nur so streithähnig sein? Ganz ehrlich, warum? Was ist denn da los? Alter, ehrlich. Naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Linda Boards Interactive Story. Ich bin damit raus. Haut rein, bis denne und ciao.